wo will ich noch hin mit meinem Leben? Und wo will das Leben noch hin mit mir? Das sind zwei Fragen und ich habe keine Antworten. Ich bin eine Frau, ich bin 35. Da steht die Frage natürlich im Mittelpunkt, was ist jetzt eigentlich mit Familie? Der Tod meines Schwiegervaters, da habe ich zum ersten Mal wirklich gespürt, wow, das ist ja so toll, wenn man so fest daran glauben kann, dass es ein Jenseits gibt. Und dann muss ich jetzt auch Wege gehen, die ich normalerweise nicht einschlage. Ich mache das jetzt einfach mal. Du hast also irgendwas beendet? Die ist ja eine ganz, ganz lange Beziehung beendet. Ich bin unterwegs zu Zen-Buddhisten und sofort ist dieses Vorurteil da. Ach du lieber Gott, falsches Ticket gezogen. Ich habe kein Anrecht auf morgen. Und wenn ich heute Abend mit 63 sterbe, ist mein Leben erfüllt. Beim Sitzen können Emotionen aufkochen. Wenn mir das nachher passiert, was mache ich? Einfach weinen. Gut. Ich bin nicht bekloppt. Nein, es ist sehr gesund, nach Antworten zu suchen. Wenn Sterben so oder so ähnlich ist, dann brauchen wir eigentlich keine Angst zu haben. Der Geist möchte immer beschäftigt sein. Von daher ist die Übung Toilettenputzen eine der wichtigsten Übungen. Da ist irgendwie noch so eine Sehnsucht. Und natürlich immer wieder die latente Sorge, Gott, hab ich's vermurkst. Ne? Dafür können wir was tun. Da lacht sie. Ich habe wirklich irgendwas gespürt. Also ich fühle mich jedenfalls gerade richtig gut. Wenn das so geht, boah, Leben, ich bin da. Ja, das ist das Schöne.